verlieren. Aber das soll auch nur so viel gesagt sein, welche Düse für welchen Einsatzbereich notwendig ist. Durchaus bei den Herstellern Agrotau, Blechler, Tietje nachfragen. Und hier fährt eben schon in den Parcours als letzte gezogene Spritze ein. Eine Pharos 4600 aus dem Hause Vogel und Not. Wer sich vielleicht wundert, dass er die Spritze noch nie gesehen hat, die Firma legt Wert darauf. Es handelt sich hierbei um einen Prototyp, aber sie wollten die Gunst der Stunde nutzen, Ihnen diese Spritze hier auf den DLG-Feldhagen trotzdem zu präsentieren. Es soll eine 4600 Liter Spritze geben mit dem entsprechenden Nennvolumen, 27 Meter mit einer BPW-Lenkachse über einen Zentralzylinder, Luftfederung mit ALB-Regler, einer automatischen Gestängeführung mit zwei Sensoren und keine Einzeldüsenschaltung, aber Sektor-Control möglich. Auch hier der Hinweis, GPS-geschaltete Teilbreitenschaltung, wer es noch nicht hat.